Wie lauten unsere Anweisungen? Ja, Triceratops haben wir noch nicht voll. Absolut. Den können wir durchaus noch erforschen lassen. Und das Gold verkaufen wir. Dabei fällt mir aber ein, eigentlich müsste Dr. Grant arbeitslos sein hier, ne? Oder? Mal eben gucken. Erschöpft. Alles erschöpft. Wisst ihr, was wir machen? Ich habe gerade eine Idee. Wir machen das so. Wir lassen hier ein. Wir lassen hier ein. Und wir lassen hier ein. Auf jedem Gebiet praktisch lassen wir überall ein Ausgrabungsteam drin. Und so finden wir dann vielleicht noch irgendwann mal hier, was weiß ich. Nachricht von Dr. Grant. Bisschen Silber, bisschen Gold. So, Triceratops können wir auf jeden Fall noch was gebrauchen. Ich gucke eben. Brachio ist ja auch noch nicht fertig. Dann kaufen wir da noch mal einen Huhn. Sicher. Und Triceratops. Haben wir eigentlich einmal ein Mittel. Ja, komm. Definitiv. Na, also wir kriegen ja nicht mehr so viel anscheinend. Absolut. Alles erforschen. Zack. So, erforschen. Ja, genau, nichts. Das wollte ich gerade sagen. Da haben wir doch was. So, Fahrzeuge verbessern. Was haben wir denn da? Doppelbatterie stellt besser, bin ich für Hubschrauber bereit. Würde ich das Hubschrauber ausräumen? Okay, nee, ich will ja keine Typen. Waffen und Sicherheit. Gegenstände, was ist das denn? Ein Wachturm. Sperrsignal. In der Nähe befindliche Dinosaurier werden von diesem. Oh, ein Wachturm. Schon wieder ein Sturm. Auch wenn es euch vielleicht ein bisschen nervt, aber ich werde das nochmal eben speichern. Habe ich nicht nach den 5 Sternen schon mal wieder gespeichert? Nee, das war davor, alles klar. Ich mache das nur mal eben ganz kurz zur Sicherheit, weil ich habe gerade so ein bisschen Bedenken. Das Spiel ist einmal schon abgestürzt jetzt, das soll nicht nochmal passieren. Und da wir jetzt gerade wieder über eine halbe Stunde aufgenommen haben, wäre das sehr schade, wenn es jetzt schon wieder dahin ist. Also ich sag mal, ein normaler Sturm ist nicht schlimm. Der kann hier ruhig wüten. Da passiert nichts. Aber erst wenn es heißt, ein Wirbelsturm oder ein Tornado nähert sich, dann sollte man den Notstand ausrufen. So. Hat nichts gefunden. Triceratops ist zu 83% vollständig. Und jetzt zu 96. Geil. Läuft. Das Auto kommt nicht weiter, weil die Dinosaurier hier alle schlafen. Geil. Ja, ja, gut, ich stehe ja schon auf und lass dich durch. Mein Gott, nicht mal nur Mittagspause machen kann man hier so ein Scheiß. Und hupen tun sie auch noch. Und mit seinem riesigen Schwanz haut er ihm einfach mal quer durchs Auto und das Auto ist davon total unbeeindruckt. Ja, genau, überfahr einfach mal den Dino-Schwanz. Also bei Regen darf normalerweise die Dino-Safari gar nicht fahren. Er wird wahrscheinlich jetzt seine Tour zu Ende fahren. Komm, ey, das ist doch nicht wahr. Was ist aber auch umständlich. Yeah. Nachricht von Dr. So. Weg da. Und raus aus dem Park. So, siehste, erledigt. Alles gut. So, 6100 wieder dazu gekriegt, geil. Triceratops. 100% fertig, das ist gut. Ja, genau. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unseren Prozenten hier? 100, alles 100? Nee, der Brachio noch nicht. Der Brachio noch nicht. Ansonsten können wir alles verscherbeln. Willkommen. Brachio hoch. Komm. Ausgezeichnet. Ist egal. Parkwächters. Eines ihrer Fahrzeuge ist ausgefallen, sie müssen es selbst zur Basis zurückbringen. Das habe ich doch gemacht gerade. Wieso fahrt ihr denn bei Regen durch die Gegend? Nee, das ist doch nicht mehr normal. Also es gibt auch mal so kleine Zwischenaufträge, ne? Und davon gibt es halt dann auch im richtigen Spiel, sag ich mal. Im richtigen Spiel, Quatsch. Es gibt ja noch Missionen in diesem Spiel, die man machen kann, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe. Weil die jetzt nicht so spannend sind. Das könnte man ja irgendwann vielleicht nochmal machen.
als so gesehene vierte Staffel, dass man sich die Missionen vornimmt. Wie gesagt, da sieht man aber allerdings nicht so viel von neuen Dino-Arten und so. Das ist halt alles ein bisschen auf Challenges so ausgerichtet, wo man viel mit Autos fahren muss und ich glaube Dinos eintreiben und so eine Geschichte. Kann man ja vielleicht irgendwann mal machen, ist aber jetzt nicht unbedingt so erforderlich, sag ich mal. Wie lauten unsere Anweisungen? Edmonton ist tot. Das ist nicht schön. Dann wollen wir doch mal. Ist er denn gestorben, weil wegen Milch oder? Schön, Sie wiederzusehen. Nachricht von Dr. Natürlich. Dann wird der andere ja auch bald dahin raffen. Dann werden wir mal. Ja, toll. Der ist ja schon tot. Brachio ist jetzt auch vollständig. Ja, dann, weil die halt noch nicht so ausgereift waren von der Technik, von der Genetik her, kommen jetzt noch zwei neue Edmontos dazu. Ich überlege gerade, haben wir hier eigentlich genug Futterspender? Genug zu fressen? Ich hoffe mal. Also bisher hat sich keiner beschwert, dass sie verhungert sind. Die Allosaurier leben hoffentlich noch beide. Ausgezeichnet. Ach schön. Du bist auch zufrieden. Ja. Hey, mach Männchen. Hast du Lust, eine Kuh zu fressen? Ich hab grad Bock darauf, zuzusehen, wie du eine Kuh frisst. Wäre schon geil, oder? So ein leckeres, schönes Steak in der Kiemen hauen. Was machst du da? Oh, bist du dem gute Nachtküsschen? Du bist ja lieb. Sehr süß. Geil. Okay, ihr seid alle am... Hallo, wie weit gehst du denn ins Wasser rein? Du trinkst doch. Guck mal. Dich wollte ich gar nicht. Und er hier. Das ist ja kein Wunder, dass ihr irgendwann sterbt. Hier, guck mal. Der ist, die stehen komplett unter Wasser. Aber das Wetter ist wieder schön. Und ich bekomme gar keine Nachrichten. Das ist irgendwie voll... Ja, weiß auch nicht. Ungewohnt. Nachricht von Dr. Grant. Geht gleich los. Wie viele Leute haben wir im Park? Willkommen. 91. Da reichen unsere Schutzräume noch. Ausgrabung abgeschlossen. Silberablagerung. Das meine ich. Wir können immer halt noch Silber finden und Gold und so weiter. Und ich finde das mal ein bisschen irreführend, weil die halt immer sagen, ja, wir haben Silber und Gold gefunden und es wurde dem Kapital des Parks hinzugefügt. Aber wir müssen es ja erst noch verkaufen hier. Das ist immer ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. Das lassen wir mal einfach so gerade stehen. Ist denn die Forschung bald mal durch hier? Das dauert ja ganz schön, ne? Die Hälfte vom Wachturm. Na gut, wir wollen alles erforschen, das habe ich gesagt. Und bis dahin werden wir hier auch noch ein bisschen weiter rumtüdeln. Ich hätte mal Bock, was zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob das so... Nachricht des Parkverwalters. Ich möchte mal was ausprobieren, Leute. Klassischen Kampf. Bin gespannt. Über ihre Leistungen sprechen. Ja, das können wir morgen. Geld. Schön. Ich möchte sehen, was passiert. Ihr seid bestimmt auch gespannt, oder? Ihr habt doch alle sicherlich schon von diesem klassischen Dino-Kampf gehört, halt wie ein Triceratops praktisch dem großen Fleischfresser seine Hörner in den Bauch rammt oder sonst irgendwas. Kennt man ja mal aus Kindheitstagen diese Darstellung, sag ich mal. Ob das in Zeitschriften ist oder überall. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob dem wirklich so ist, was hier passiert. Wie das dargestellt wird, wenn ein Triceratops praktisch auf einen Allosaurus losgeht. Das darf so nicht weitergehen. Tun Sie etwas. Sollen wir mal eben gucken, was jetzt hier abgeht. Also, noch werden Wetten abgeschlossen. Wir haben jetzt zwei Allosaurus oder zwei Allosaurier gegen einen Triceratops. Nachricht von Dr. Grant. Das ist ein bisschen in Angst, ne? Kann das sein? Okay. Na? Greif mal an. Die sind noch ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Oh, jetzt geht's los. Hallo? Hallo?
sagt nicht. Da, oh, was? Ein Schlag? Nee. Der hat immer. Er hat ihn umgekickt. Geil. Willst du dich nicht wehren? Das ist jetzt immer witzig. Da passiert gar nicht groß was. Ich hatte gehofft, dass jetzt voll der riesige Kampf ausbricht. Aber vielleicht. Warte mal, wo der Ballon gerade hier ist. Vielleicht kann man das ja mal schön fotografieren. Wenn ich dann mal den Ballon zu fassen kriege hier. Kriege ich aber gerade nicht. Bin zu doof. Geh doch mal bitte auf den Korb. Oh, ja, la. Das ist ein bisschen schwierig, diesen Ballon immer auszuwählen. Den hat er nicht immer ganz gerne so im Fokus hier. Oh, ist das denn die Möglichkeit? Hallo? Also dichter kann ich doch bald nicht mehr ran an diesen großen Korb, der hier vor mir hängt. Oh. Es ist nicht wahr, oder? Ja gut, dann eben nicht. Da. Danke. Meine Güte. Hat aber auch gedauert. So, ich will hier mal ein Foto machen. Ausgezeichnet. Bringt nicht mal was. Okay. Ausgezeichnet. Na egal. Nachricht, ja? Was sollen wir hier tun? Nichts gefunden. Ja. Wie machen wir das mal? Ach komm, wir holen euch zurück. Wie können wir das denn mal eben machen? Team entlassen, zurückholen. Team zurückholen. Die finden ja anscheinend irgendwie doch nichts mehr, ne? So, wie machen wir das jetzt? Team entlassen? Ich weiß, dass das geht. Man kann doch irgendwie Teams entlassen. Also zumindest finde ich das jetzt gerade nicht so wirklich raus. Einsätze steht da überall, ja. Ich packe euch da jetzt rein. Ich habe es leider nicht rausgefunden, wie man die entlässt. Ist aber auch egal. Das passt schon, Herr Oberst. Hast du was zu tun? Der Wachturm ist fast fertig, das ist gut. Allosaurus ist gestorben. Oh. Dino-Angriff. Boah. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Pass mal auf. Nachricht denn von Dr. Grant. Schläfern, ja. Beruhigen wir dich so, nicht einschläfern. Und dann kommst du halt ins Pflanzenfressergehege. Also ich hab's mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Okay, gut, dann lassen wir das so. Kehre zur Basis zurück. Bauen wir halt gleich einen neuen Dino. Ja, du stehst im Baum. Der Baum ist in dich reingewachsen praktisch. Mit Erde und allem drum und dran. Zack. Wächter. So, dann kommst du jetzt ins Pflanzenfressergehege. Da bist du dann ein bisschen entspannter wahrscheinlich. So, zack. Boah, da können die sogar vom Auto aus direkt zugucken. Oh geil, ein Triceratops. So, das haben wir auch. Schön. Ja, schön, bauen wir hier einen neuen Alu. So. Gut, Was sollen wir hier tun? Nichts. Goldablagerung entdeckt, juhu. Dann schnappen wir uns doch mal das Gold. Ja, ich habe noch X gedrückt, dachte ich jedenfalls. Aber vielleicht habe ich auch nicht X gedrückt, kann auch sein. Hey. Ey. Also, wir haben doch jetzt dinosauriertechnisch alles, was wir erforschen können, ne? Womit kann ich dienen? Alles zu 100%. Okay. Also brauchen wir da so gesehen nichts mehr machen. Tag. Und willkommen. Ich möchte ganz gerne nochmal diesen einen tollen Satz hören von ihm. Und willkommen.
Nee, den nicht. Was liegt an? Nachricht von Dr. Grant. Was sollen wir deswegen tun? Nichts gefunden. Ja, ist klar. Es gibt da ja auch nichts mehr. Ich wollte eigentlich gar nicht hin. Danke. Können Sie sich darum kümmern, während ich mir etwas zu trinken hole? Nachricht von Dr. Danke. Den Satz wollte ich hören. Paracephalus ist gestorben. Das ist nicht... Was hat er denn? Was hat er denn? Schon wieder ins Koma gefallen? Sag mal, okay, ihr habt es aber auch mit euren Komen. Paracephalus. Da ist er trunken wahrscheinlich. Nee, ach, der schläft. Der schläft unter Wasser. Gesundheit aber schlecht, steht da. Ja, Gesundheit ist schlecht, kann ich mir vorstellen. Weil wenn ich unter Wasser schlafe, dann geht es mir auch nicht so gut. Der daneben auch, ne? Nachricht von Dr. Sattler. Der ist aber Gesundheit gut. Ich meine, wusste ja nicht, dass Paracephalosaurier Kiemen haben, aber okay. Wenn sie wollen, sollen sie doch im Wasser pennen. Ja, Wachturm, sehr schön. Gut, wir bauen gleich einen Wachturm. Genetik können wir noch ein bisschen was machen, Fahrzeug verbessern. Ja, die DNA-Gewinnung beschleunigt. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr, aber okay, wir forschen es mal. So, Sicherheit. Und jetzt können wir irgendwie einen Wachturm bauen. Da, Wachturm. Okay. Wollen wir mal gucken. Wo bauen wir mal einen Wachturm hin? Hier war doch noch Platz, oder? Hier war Platz. Da so? Der kostet 10.000! Oder was stand da eben? Das ist krass. Hohohoho. Ja. Das belassen wir, glaube ich, bei dem einen Wachturm. Das ist ja echt heftig. Paracephalosaurus ist tot. Das sind halt die Älteren der Gegend. Ach ja, schön. Schön, 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 schön. Ich sag mal so, es bringt uns im Prinzip nichts, wenn wir den Rest noch erforschen, weil wir können mal eben gucken, was das alles ist, was wir dann noch erforschen können. Hier läuft prächtig. Frage ist, machen wir das halt alles noch? Ich guck mal eben. Also hier und da haben wir nichts mehr. Wir haben noch hier Wachturmbeschleuniger, Wachstumsbeschleuniger, Hilfe. Automatikköder. Ja, das können wir gleich gerne noch machen. Okay. Dann haben wir noch Sicherheit. Das ist das Sperrsignal. Wir haben noch die Doppelbatterie für den Hubschrauber und dass wir halt Tiere ausrangieren können, praktisch schießen. Und dann haben wir alles. Das machen wir jetzt einfach noch, diese paar Sachen, würde ich sagen. Und dann erkläre ich diese Session für offiziell beendet. Ja, dann ist doch so. Okay.